Hallo, meine lieben Mini-Ninjas, und willkommen zurück bei Dark Souls 3. Oder sollte ich eher sagen, Cheesy Play, der geht sich einen Bogen kaufen. Ja, das ist genau das, was wir heute machen. Wir sind ja momentan in der Kathedrale des Abgrunds unterwegs, und da gibt es tatsächlich zwei Gegner, die ich in meinem Leben noch nicht anders als mit Pfeil und Bogen besiegt habe. Heavens, she was already. Es tut mir so leid für dich. Heavens. Oh Gott, du verkaufst gerade Heavens. nichts. Müsste er nicht verkaufen? Das wundert mich gerade, dass er mir keinen Bogen verkaufen möchte. So, als erstes möchte ich eine Fackel haben. Ashen One. Lag das daran, dass ich den Dialog noch nicht ausgewählt hatte? Wie gesagt, also ich werde auch kein Problem damit, das zu versuchen. Ohne Pfeil und Bogen. Heavens. Wenn er das gerade nicht zulässt, das wundert mich nur ein bisschen, dass er noch in diesem Stadium ist. Oh, you're again. I'm Orbeck of Vinheim, here to teach you sorceries. Let us begin with the basics. The ideal sorcerer bears the twin faces of the dragon. Oh, you could at least act as if you're paying attention. So, hier können wir jetzt ein bisschen Zauber lernen, wovon der interessanteste eigentlich nur Gespenst ist. Und das war es eigentlich auch schon, was er uns zu berichten Come hat. again. Quack, 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 quack. Wenn wir ihm nicht die Tomes bringen, wird er irgendwann sagen, so, dann leck mich doch am Arsch. Und daran tut er auch ganz gut. Wir müssen also zurückgehen und schauen, ob wir eine gewisse Spinne besiegen können. Habe ich noch Knochenstaub? Nein. Wir eine gewisse Spinne besiegen können, ohne Pfeil und Bogen. Und ob wir an einem Riesen einfach vorbeilaufen können. Ich müsste nämlich da oben alle Beute haben, das heißt, da hinten liegt nur noch irgendwas Uninteressantes hinter dem Riesen. Ich werde trotzdem einen sammeln gehen. Aber dann muss ich den auch nicht besiegen. Denn in diesem Wasser, das ist auch so eine Sache. In Dark Souls war es schon immer so, dass man in etwas tieferem Wasser zwar laufen konnte, aber sehr langsam war. Allerdings gab es einen Ring, ich glaube, das war der rostige Ring in Dark Souls 1, mit dem man diesen Umstand, dass man verlangsamt wird in diesem Wasser, aufgehoben hat. Den Ring gibt es aber in Dark Souls 3 nicht. Und diese Riese sowie ein zweiter Riese stehen aber im Wasser, in dem man ganz langsam läuft. Und es macht einfach keinen Spaß, an dieser Stelle gegen sie zu kämpfen. Merciful Godhead. Weil ich. Also, man kann da nicht richtig ausweichen. Und bevor wir gegen die Spinne kämpfen, gehen wir doch einfach mal nach oben. Denn diesen Fahrstuhl haben wir ja beim letzten Mal noch freigeschaltet, als wir die dritte Abkürzung zu diesem Bonfire gemacht haben. Damit sind jetzt auch alle Abkürzungen zu diesem Bonfire frei. Aber ihr seht, wir sind in diese kleine Kapelle hier unten gekommen, haben dann durchs Fenster die erste Abkürzung freigeschaltet, ein Tor geöffnet, Abkürzung freigeschaltet, noch ein Tor geöffnet, Abkürzung freigeschaltet. Es musste einfach nicht ein neues Bonfire errichtet werden von den Entwicklern. Es reicht, dass man immer wieder zurückkommt. Und von hier aus, nachdem man die letzte Tür geöffnet hat, gibt es sogar noch, ihr kennt diesen Bereich schon, gibt es sogar noch einen zweiten optionalen Weg. Das heißt, der Pfad spaltet sich ja auch noch auf. Und kann man Leveldesign besser machen? Spoiler, nein, kann man nicht. Du hast einen Ring für uns, den hast du nämlich jedes Mal. Den Abgrundring, was macht denn der genau? Oh, ich habe sowieso relativ wenige Ringe an. Erlaubt das Einstimmen zusätzlicher Zauber. Na, den hätte ich natürlich auch anlegen können, um genug für Tears of Denial zu haben. Ich sag mal, hier verringert Belastung, erhöht körperlichen Angriff. Verringerte Belastung. Das ist, wenn ich wenig trage. Mache ich ein bisschen mehr Schaden, kann ich mal anlegen, weil ich habe ja Ausrüstungslast momentan 27%. Ich werde gleich wieder auf unter 25 gehen. Verstärkt Angriff bei vollen Lebenspunkten. Sagen wir hier verstärkt Wunder, verkürzt Zauberzeit. Erhöht Schadensminderung bei geringer TP. Gift. Das brauche ich alles nicht. Hier komm. Volles Leben, mach mal. Und die Handschuhe ziehen wir dafür aus, um wieder unter 25% zu sein. Gesagt, ich weiß nicht, ob es das überhaupt braucht, 25%. Und jetzt sind wir nämlich, nachdem wir hier schon auf den Dächern der Kathedrale langgelaufen sind, nochmal eine Etage höher gekommen.
und gehen jetzt in den Dachstuhl. Wenn wir es überleben. Ich sehe schon wieder. Könntest du bitte? Also es gibt immer wieder Momente da. Da denke ich mir, was mache ich nur? Jetzt dadurch, dass wir natürlich zwischendurch schon mehrfach an einem Leuchtfeuer waren. Das war aber nicht nett, dass du hier mit in unser schönes Duell hingreifst. Dadurch, dass wir jetzt schon mehrfach an Leuchtfeuern waren, haben wir natürlich das Problem, dass hier diese ganzen kleinen Hinterhalte respawned sind. Also Gegner sind alle wieder da. Das ist ein bisschen nervig, aber auch jetzt nicht das größte Problem. Die finden teilweise nicht den Weg. Komm, schlag mal zu. Blutung sitzt, ne? Wie unschön. Tears of Denial. Da ich gerade irgendwann davon sprach, könnten wir die mal wieder aktivieren, denn die gehen jedes Mal weg, wenn man ein Leuchtfeuer benutzt. Wir haben eine Armbrust. Armbrust ist mehr oder weniger sowas wie ein Bogen. Wenn ihr, du, manchmal sage ich die klügsten Dinge auf der Welt, nur für Leute. Ja, nur dass die Armbrust für Leute ist, die auf Stärke setzen. Also bei Pfeil und Bogen, klar, die skalieren die meisten mit Geschicklichkeit. Und bei der Armbrust ist es so, dass sie häufig mit Stärke skaliert. Upgrade-Materialien. Und wir wollen, ihr seht, ich gucke schon die ganze Zeit nach rechts rein. Ich glaube, die nächste ist es. Ja, wir wollen hier rein. Denn oben im Gebälk gibt es natürlich, wie ihr seht, noch ein paar Wege. Hier unten sind wir schon mal lang gerannt, da unterhalb dieses Balkons die große Tür wird bewacht von diesem Riesen, der uns versucht hat, während des Weges zu verprügeln. Da hinten wollen wir hin, wo der rote Teppich ist. Auf der linken Seite war die Abkürzung, die wir beim letzten Mal freigeschaltet haben. Und hier oben gibt es neben diesen kleinen, nervigen Typen noch diese Herren. Sowohl mit übermäßig großem Hammer als auch mit übermäßig großem Schwert. Das Schöne an denen ist, die kann man eigentlich auch nicht verarschen. Die sind nämlich... Die sind nämlich so doof. Und ich weiß nicht so ganz, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Dass sie den Weg hier oben nicht finden auf diesen Balken. Die, wie ich finde, auch überhaupt keine tragende Funktion haben, wenn sie so angeordnet sind. Aber irgendwie muss man da ja langlaufen. Sodass, ich glaube, der nächste Schwertkämpfer meistens nach unten fällt, alleine schon, weil er versucht, zu mir zu kommen. Ja. Da unten liegt er. Ich habe die Serien bekommen. Und mir ist es nur aufgefallen, als ich hier das erste Mal war, weil ich nicht auf diesen engen Stellen kämpfen wollte. Und deswegen bin ich nach hinten gelaufen und ihr habt es gesehen, ich habe noch nicht mal mitbekommen, dass er runtergefallen ist. Er ist halt einfach weg. Und ich bin wieder allein. Oh. Das ist nicht die feine englische Art, Mensch. Ja. Ganz hässliche Stelle hier. So, hier ist ein bisschen weiter. Das ist auch das Fiese, wenn er sich ein bisschen zur Seite bewegt. Ich rolle ja relativ zu ihm zurück.
Wenn er sich noch ein bisschen zur Seite bewegt, kann es einfach passieren, dass man hier in den Abgrund rollt. Deswegen hasse ich das wirklich. Ich hasse es. Abgrundtief. Aber geschafft ist geschafft. Wir hüpfen hier entlang. Wir hüpfen hier entlang. Wir trinken ein letztes Mal. Und wundern uns darüber, was du für ein hässlicher Gnom bist. Schalten diesen Hebel frei. Wundern uns, was das hier für Gegner sind. Ich weiß es wirklich nicht. Also, ich habe ja schon, als wir hier angefangen haben, erwähnt, dass ich in Dark Souls 3 überhaupt nicht lorefest bin. Ich habe mich nicht halb so viel, auch durch zeitlich beschränkteren Rahmen, nicht halb so viel damit beschäftigt wie damals mit Dark Souls 1. Und ich weiß einfach nicht, was hier los ist. Also, relativ häufig weiß ich nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was die Gegner hier bedeuten. Ich kenne zwar so die groben Dinge wie die Covenants und die Bosse. Aber da hört es dann auch schon auf. Und an dieser Stelle haben wir ein neues Leuchtfeuer freigeschaltet. Wir lösen jetzt mal noch ganz schnell diese Parasiten auf. Bekommen hier die Ausrüstung des Dornenritters. Mit ihr dürfen wir nicht reden. Das ist Rosaria, die Mutter der Wiedergeburt. Sie ermöglicht es, wenn man ihrem Eid beitritt, dass man seine kompletten Charakterpunkte, die man investiert hat, also die ganzen Level, alle wieder zurücksetzt und wieder von vorn beginnt. Natürlich nicht, man verliert die Level nicht, sondern man kann die Punkte komplett neu investieren. Was sicherlich einige Leute wieder mal blöd finden, weil Casual, aber was natürlich dazu beiträgt, dass man nicht ständig neue Charaktere hochspielen muss, sondern einfach mal mit bereits bestehenden Charakteren eine neue Spielweise ausprobieren kann. Ich weiß, gerade wenn es um solche Spiele wie Diablo 2 geht, da finden ja immer wieder Leute toll, wie restriktiv diese Systeme damals waren. Oder dass man einmal einen Statpunkt falsch investiert und du warst eigentlich am Arsch. Du musst das wieder von vorne beginnen, im schlimmsten Fall nach 50, 60 Leveln. Oder 99, aber da muss man schon ordentlich was falsch machen, um bis Level 99 durchzuspielen und dann etwas dann festzustellen, dass man sich verskillt hat. Mit dem roten Speckstein können wir jetzt bei anderen Leuten in die Welten einfallen. Ja, aber Charakterpunkte zurücksetzen ist auch wieder so ein zwiespältiges Feature für mich. Einerseits, na klar, ist es, wie sagt man dazu, Quality of Life, also eine Annehmlichkeit für die Spieler. Andererseits, ja, reduziert es natürlich die Wiederspielwert, wenn man einfach nicht nochmal spielen muss. Ja. Und an dieser Stelle schalten wir schon wieder eine Abkürzung frei. Eine Abkürzung, die theoretisch wieder zu demselben Leuchtfeuer geht. Ohne dass wir das jetzt direkt die Abkürzung am Leuchtfeuer freischalten, aber das müsste jetzt inzwischen Abkürzung Nummer 5 sein. Nummer 4 ist das. Ja. Nummer 4. Wir sind jetzt nämlich hier draußen am Haupteingang. Haben die Tür geöffnet. Ich muss jetzt mal ganz schnell ausloggen. Fünfeinhalb Stunden schon wieder gespielt. Aber es liegt daran, dass er, glaube ich, ein bisschen AFK rumstand. Und ich lade deswegen neu, weil Neuladen bedeutet in Dark Souls, dass die Gebiete resettet werden. Zumindest die, was NPCs angeht. Das heißt also, ich habe durch das Öffnen der Tür einen NPC getriggert. Und wenn ich mich jetzt an einen Bonfire gesetzt hätte, dann hätte ich diesen Effekt auch ausgelöst. Oder an dieser Stelle habe ich eben einfach das Spiel verlassen, gehe wieder in das Spiel rein und löse dadurch auch den Effekt aus, dass jetzt durch das Öffnen der Tür ein NPC erscheint. Wenn ich alles richtig gemacht habe bis hierher. Aber ich glaube, ich sollte keine Fehler in der Questlinie haben. Das ist das Schöne an Dark Souls. Diese ganzen Quests, bei denen man nie so genau weiß, was muss man jetzt machen, damit das jetzt genau so geht, wie es geht. Die Ladezeiten sind bei mir ein bisschen länger als normal, durch die Aufnahme nebenbei.
das verbraucht doch ganz gut CPU-Leistung und natürlich auch Festplattenzugriffe. Und das Spiel lädt, glaube ich, von derselben Festplatte, auf die ich auch aufnehme. Ist nicht das Klügste, ich weiß, aber ich habe momentan durch die ganzen Arbeitsprojekte, ich habe so viel mit Grafiken in den letzten Wochen machen müssen, dass meine normalen Datenfestplatten einfach voll sind mit Arbeitssachen und ich deswegen ja eigentlich eine neue Festplatte erstmal bräuchte, um da wieder was aufnehmen zu können. Auf die Festplatten habe ich nämlich vorher mal aufgenommen. Das ist aber eine arg lange Ladezeit, also nicht schlecht. Habe ich so noch nicht gesehen. Hallo? Ist da wer? Hallo? Kann man halt während der Ladezeit ein bisschen Tooltips lesen. Finde ich auch ganz schlimm. Ich weiß nicht, welcher Entwickler auf die Idee kam, dass es cool wäre, Tooltips während der Ladepausen anzuzeigen, vor allem Tooltips, die man im Spiel selbst noch nicht gefunden hat, also die Gegenstände, die dazugehören. Damit wurde einem, wenn man im Dark Souls 3 nicht aufgepasst hat, konnte einem so viel gespoilert werden. Ich glaube, wir haben ein Problem. Dadurch, dass ich die besagte Brücke bereits hochgemacht habe, ist der NPC doch nicht da. Möchte ich, dass diese Brücke nach unten geht. Da sitzt tatsächlich ein bisschen unschön. Ich hoffe, dass ich den NPC nochmal auslösen kann, indem ich jetzt die Brücke nach unten mache. Kann aber sein, dass es daran liegt, dass ich das Leuchtfeuer bereits benutzt habe. Das wäre ärgerlich. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. So, immer schön nach oben gucken, denn hier kleben überall kleine Arschkrampen. Da zum Beispiel. Hallo, schlagen Sie zu. Weg. Ach, jetzt muss ich den Ritter wieder besiegen, oder? Ach, ich bin aber auch. Was tut man nicht alles für die Liebe? Ist er doch weg? Ist er nur einmalig da? Na, das wäre ja ein Ding. Schauen wir mal. Nein, er ist da. Hallo? Verzaubere deine Waffe. Das finde ich nett von dir. Komm raus. Komm raus, Baby. Bist ein guter. Ich wusste, dass ich nicht ein zweites Mal schlagen darf. Bam. Spam einfach die Angriffe. Spam die Angriffe. So, und nu, hä? Und nu? Was hat's dir gebracht? Schauen wir mal, ob das mit der Spinne genauso gut geht. Ich mach nämlich, ich weiß gar nicht, Gift, Krankheit, was ist es? Ich weiß nur, dass ich die furchteinflößend fand. Sie nur einmal mit einem schweren Schlag am Kopf treffen und dann ist sie gestunt. Das war jetzt ein kritischer Angriff von vorn. Ich habe einen Saphir bekommen. Und ich habe immer Pfeil und Bogen ausgepackt bei ihr. Regeneriert Fokuspunkte von kritischen Angriffen. Also wenn ich bei einem Gegner sowas wie jetzt mache oder eben in den Rücken schlage oder pariere und dann gegenschlage, würde ich Fokuspunkte zurückbekommen.
Dadurch, dass ich nicht parieren kann, dadurch, dass ich meine Fokuspunkte so gut wie nie benutze, ist mir das aber egal. Stattdessen töten wir hier weiter Gegner. Und schauen dann mal. Hier könnten wir wieder so eine Brücke hochlassen, die allerdings nichts bringt. Komm mal ran. Ich muss mal dich ein bisschen wegziehen von deinen zwei Begleitern da. Was sollte das, ha? Das ist gerade echt zu. Pro-Tipp für PvP, bufft eure Waffe nicht, wenn der Gegner direkt dran steht. Das war ja peinlich. Hast du mich gerade angeschossen? Mit einer Sklavenkapuze. So, mal schauen. Der Riese guckt schon. Es gibt wirklich keinen Grund, dahin zu gehen. Ich glaube, draußen, diese Tür dort, diese beleuchtete Tür, hat mich immer dazu animiert, hier unten lang zu gehen und den Riesen mit Pfeil und Bogen wegzumachen. Und sie hat mich jedes Mal darauf enttäuscht, als ich durch sie durchgegangen bin, weil hinter dieser Tür der zarte Hauch von nichts ist. Schnell aufmachen, denn der Vorteil in Dark Souls ist, wenn man bestimmte Dinge tut, wie zum Beispiel Türen öffnen oder Gegnern einen kritischen Schlag verpassen, weil man sie pariert hat oder wenn man ihnen in den Rücken schlägt, dann ist man für diese Zeit unverwundbar. Außer in Dark Souls 2, ich glaube, da ging es nicht. Aber es ist einfach mitunter die beste Idee, einfach loszurennen. So. Wir kriegen nochmal einen schönen Blick auf die Mauer Lothrix. Auf diese alte Brücke. Ich könnte jetzt wieder erwähnen, dass wir da noch hinkommen. Das alte Dorf. Und hier draußen gibt es einen Zweizack, einen Heimatknochen. Und ansonsten nur Enttäuschung. Ich dachte echt, hier unten geht's noch irgendwo hin. Was mich das aufgeregt hat, als ich gemerkt habe, nee, hier kommst du nicht weiter. Traurig, traurig. So, wir schnappen uns noch schnell diese Seelen hier. Und benutzen jetzt den eben bekommenen Heimatknochen, um uns zurück zu teleportieren, denn wir sind jetzt hier theoretisch mit dem Teil der Kathedrale fertig. Und wollen jetzt nochmal durch die Hauptpforte hineinspazieren, nachdem wir das Gebiet resettet haben, um zu schauen, ob der NPC jetzt da ist, nachdem ich das Tor wieder runter gemacht habe. Das ist die falsche. Wir möchten in die Kapelle. Es könnte echt an diesem Leuchtfeuer hier liegen. Ich glaube, dass der NPC einem anlockt, indem er sagt, hier, ich könnte dir einen Weg darüber zeigen. Nee, nicht A. Merciful. Auch nicht, doch. Mitunter weiß er ja nicht, wo es lang geht. Zweite große Falle in Dark Souls. Fahrstühle, die man beim letzten Benutzen nicht wieder zurückgeschickt hat und wenn man dann wieder zu dem Fahrstuhl hinrennt, einfach in ein Loch stürzt. Deswegen mache ich das normalerweise so, dass ich, wenn ich auf einen Fahrstuhl draufgehe, direkt mich wieder hinter die Druckplatte bestelle und jetzt beim Runtergehen nochmal über die Platte laufe, um den Fahrstuhl zurückzuschicken. Habe ich nicht gelernt, weil ich so unglaublich cool bin, sondern weil ich
so oft gegen bestimmte Bosse gestorben bin, dass es einfach notwendig war. So, schauen wir doch mal, wie das jetzt hier sich gestaltet. Erstmal den richtigen Eingang finden. Hauptpforte ist geöffnet. Ja. Ich habe eine Storyline versaut damit. Es ist nichts Weltbewegendes, also das macht auch die Story nicht kaputt. Oh, krass, was ist denn hier los? Den Fehler hatte ich ja noch nie. Wie schön ist das denn? Ist es kaputt? Aber die Wand ist trotzdem da. Das ist ja mal putzig. War die Welt noch nicht geladen? Ja, hier würde jetzt nämlich normalerweise der Onion Bro stehen, an dieser Stelle. Und uns diese Treppe hier, diesen Übergang nach oben machen. Nur um dann, wenn man sich auf diesen Übergang drauf begibt, den Schalter wieder nach unten zu betätigen, sodass man nach unten fällt. Und man wird dann feststellen, das ist gar nicht der Onion Bro, der Siegwart heißt es, glaube ich, in diesem Teil. Sondern es war Patches. Und Patches werden wir noch kennenlernen. Werden wir tatsächlich, eventuell sogar jetzt. Denn wenn er nicht hier ist, gucke ich mal, ob er jetzt schon an einer anderen Stelle ist. Dafür brauche ich aber einen Schlüssel, der mich 20.000 Seelen kostet, weswegen ich auch diese 20.000 Seelen die ganze Zeit bei mir behalten habe. Nämlich dieser hier, der Turmschlüssel. Und eventuell ist Patches nämlich hier zugegen. Oh, good. The thought you really know about these Lords of Cinder, these supposed legends. Let's take Aldrich for one, a right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. He ate so many that he bloated like a drowned pig, then softened into sludge. So they stuck him in the Cathedral of the Deep. And they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for might. Such as a lord, I suppose. But here I ask, do we have a sodding chance? Hat er nicht Unrecht. Damit teasert er so ein bisschen einen der vier großen Bossgegner. Also es gibt natürlich um einiges mehr Bosse. Aber das ist einer der vier großen der Alten, die wir besiegen müssen. Und Aldrich ist tatsächlich auch geschichtlich sehr interessant. Also ihr habt ja schon gehört, eigentlich tugendhaft, wir sind auf dem Weg zu ihm. Also vermeintlich auf dem Weg zu ihm. Aber so ein bisschen was ist bei ihm schiefgelaufen. Bin ich doch mal gespannt. Dieses Tor ist offen. Das ist doch eine ganz nette Sache. Dann lass uns doch mal nach oben fahren. Hinhören? Habt ihr das gehört? Da hat sich hinter uns eine Tür geschlossen. Aber wir erkunden erstmal hier oben, was es hier gibt. Eine Feuerhüterseele. Da kommen wir noch hin. Da hinten waren wir schon. Was ich mich freue. Sehen, ob wir noch was entdecken können. Von hier aus. Nee, auf der Seite ist, glaube ich, nichts, wo man noch hin kann. Oder ist das da hinten? Sind das da hinten die Ruinen? Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ja, auf jeden Fall sind wir auf den Turm hochgegangen. Durch das offene Tor. Und hinter uns, als wir hochgefahren sind, hat man gehört, wie ein Tor sich geschlossen hat. Wer das wohl war? Sorry, friend. Be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Am I a tad too late? Ja,
Have no fear. There's beauty in death. Besides, you're surrounded by ladies. Every man's dream, right? Das ist also Petrus. Oh, no matter. By stripping every last trinket off your corpse, you're gonna make some lucky customer very happy. Und Petrus existiert, glaube ich, in der einen oder anderen Form in jedem Soulsborne-Teil. Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Bloodborne. Bloodborne ist eine Spinne. Und Petrus ist immer ein kleines Arschloch. Also er schmeißt oder stößt einen immer irgendwo runter, versucht einen übers Ohr zu hauen. Ist eine zwielichtige Gestalt. Und ja, ich habe ja gerade gesagt, in der Kathedrale selbst hätte er uns eigentlich auch... Mal sehen, ob ich es schaffe. Ja. Habe ich den Gegenstand da nicht bekommen? Wie unschön. Jetzt muss ich da nochmal hoch. In der Kathedrale kann er einen halt verarschen. Aber habe ich ja jetzt irgendwie versaut, indem ich da zuerst zu Rosaria gegangen bin. Schade eigentlich. Aber Petrus ist ansonsten eigentlich ein ganz feines Kerlchen. Der verkauft immer auch nicht Sachen. Was ist denn hier los? Kann sein, dass meine Festplatte bald den Geist aufgibt. Weil das Spiel nicht mehr nachladen will. Hatte ich noch nie diesen Fehler. Oh, das liegt am Patch, denn der hat ja einige Probleme, wie ich gelesen habe. Nichtsdestotrotz sind wir durch für heute. Kein Boss getötet, dafür von Patches verarscht worden. Das Schwein. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter in die Kathedrale hinab. Wir wollen nämlich gucken, ob Aldridge noch da unten, ganz unten in der Kathedrale des Abgrunds, liegt. Oder ob wir auf jemand anderen treffen werden. Ich bin gespannt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.